Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria. Beim letzten Mal haben wir Toni, wie hieß der? Toni Zweihauer? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeinen bösen Piratenoberhäuptling getötet. Und, ach ja, tatsächlich, Toni Zweihauer, der läuft ja mit uns mit. Jetzt läuft sein Geist mit uns mit und er wollte, dass wir zu seiner Frau gehen, zu seiner Ex-Frau Ayamon Geistrufer. Die sollen ihn wiederbeleben. Die hat uns wiederum geschickt, erstmal auf die drei Schiffe hier hinten, wo wir die Herzen, die Lungen und die Leber seiner besten Freunde uns besorgen sollen. Das sind die Kapitäne der drei Schiffe. Jetzt muss ich nur gucken. Na gut, ich pulle jetzt ungefähr jeden, den ich hier finde. Das ist nicht unbedingt gut, aber... Passiert halt. Die werden schon aufhören, uns anzugreifen. Okay, das ist jetzt vielleicht gar nicht so gut. Ich sollte vielleicht hier hinten kämpfen. Oder? Ich heile mich erstmal. Ich heile mich erstmal, Freunde. So. Drei greifen uns noch an. Dann greifen wir die auch mal an. Eins, zwei, drei. Höh, ist der eine schon tot? Okay. Das ging flott. So, nochmal heilen. Und dann können wir, denke ich, langsam mal auf die Schiffe da vorne. Yes. Wunderbar. Da unten sind immer noch Gegner. Das ist nicht cool. Das ist ja nicht cool. Wie kommen wir auf die Schiffe? Wahrscheinlich durch... Ja. Durch die Strickleiter. Hier kommen wir bei den Steg hier benutzen. Beziehungsweise, was heißt Steg? Einfach diesen... Diesen Weg, den es da nach oben gibt. Ja, wir springen jetzt einfach mal dazwischen. Wir kämpfen die beiden flott. Dann hat sich die Sache auch gegessen. So, sehr gut. Na, die haben jetzt Schaden rausgehauen. Also zu fünft hauen die eben keinen Schaden raus, aber zu zweit ist das der Wahnsinn gerade. Übel, übel. So, alles klar. Mal gucken. Der ist wahrscheinlich ganz unten. Na, wir laufen jetzt einfach wieder drauf. Und sammeln einfach ein paar. Wir machen ja eigentlich genug Schaden. Das ist ja normalerweise nicht so das Problem. Aber die machen wiederum keinen Schaden. Ich glaube, das ist nur ein spezieller Typ von Piraten, die so richtig viel Schaden machen. Das sind scheinbar nicht diese hier. So, mal gucken, sehen wir denn da unten irgendwo? Gruseldolly, okay. Ach, die ist wahrscheinlich in dem Raum hier hinten. Ja, das sieht ganz danach aus. Dann schauen wir mal. Du kommst mit. Du kommst mit und dann gehen wir hier direkt zu Gruseldolly. Na, ja, die hauen schon mehr Schaden raus. Wahnsinn. Wenigstens hat Gruseldolly nicht so viel Leben. Das können wir eigentlich flott runterkloppen. So, wunderbar. Gruseldollys Herz. Prima. Eins von drei haben wir dann schon. Da können wir hier schleunigst raus und weiter aufs nächste Schiff. Und meine Miezi miaut hier schon wieder. Ich weiß nicht, was die schon wieder für Probleme hat. Ich habe mich eigentlich vor zwei Folgen, glaube ich, mit ihr beschäftigt. Also bevor ich die letzte Folge angefangen habe. Keine Ahnung, warum die sich jetzt wieder so einsam fühlt, dass sie hier rummiauen muss. Aber so sind Katzen. Wer Katzen hat, dürfte das eigentlich kennen. Ja, Chiara. Ich weiß nicht, was die für Probleme hat, Freunde. So, heilen wir uns erstmal. Ah, das sind jetzt schon einige mehr. Und von unten kommt scheinbar auch einer. Da quatscht auf jeden Fall gerade einer richtig. Geist von Toni 2. Ach so, das ist Toni Zweihauer, alles klar. Der ist da scheinbar irgendwie anders jetzt hier nach oben gekommen. Vielleicht unten durch irgendein Fenster oder so, keine Ahnung.
Ne? Oder hätte ich eigentlich noch einen Kettenblitzschlag machen können? Egal, kein Problem. So, die haben wir besiegt. Einmal kurz heilen. Und dann können wir hier... Ah nee, Lili Landratte ist da oben. Okay, da müssen wir gar nicht nach unten. Ist natürlich viel angenehmer für uns. Wenn wir uns dann unten nicht durchkämpfen müssen. Naturschaden gesperrt, okay. Stellen wir mal fix ein Totem auf derweil. So. Die können ziemlich viel betäuben. Das ist ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein. Können wir aber wenigstens einen Flammenschock draufzaubern und Lava-Eruption. Weil das ja keine Erdzauber sind, also keine Naturzauber. Feuer ist dann doch scheinbar was anderes als Natur. Wie auch immer, wir haben ihre Leber und uns fehlt jetzt noch Seebär-Feierdos Lungen. Die dürften auf dem Schiff da hinten sein. Yep. Mal gucken, hoffentlich ist er auch hier über Deck. Nee, der ist unten, alles klar. Machen wir die Flotti-Flotti kaputt. So, wunderbar. Dann schauen wir mal. Kommst du mal mit? Ist er das schon? Ach, das ist er schon, okay. Ich dachte, der ist unten irgendwo. Das ist natürlich umso angenehmer. Der ist sogar ziemlich cool gestylt, um ehrlich zu sein. Das ist ein richtig, richtig hübscher Pirat. Wir können uns mal ranzoomen, dass wir ihn vielleicht ein bisschen besser sehen. Ja, der ist ganz schick. Das ist ein cooler Pirat, auf jeden Fall. Muss man ihm schon lassen, dem lieben Seebär Fajardo. Da hat er einen guten Styling-Berater gefunden. Wer auch immer das sein soll. So, der ist auch tot. Wunderbar. Und seine Lunge haben wir. Prima. Dann können wir die, denke ich, bei der lieben Frau von Toni Zweihauer abgeben. Müssen wir nur mal gucken. Ja, da müssen wir jetzt wieder da hinten hoch. Kommen wir von hier gut hin? Ja, das sieht gut aus. Na, da kommen wir nicht hoch. Mag ungern wieder über den Steg da hinten, weil da halt wieder Gegner sind. So, das sieht gut aus. Mal gucken, was es da oben noch für Quests gibt. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Mit Merrily ist das ja jetzt auch schon... wahrscheinlich über ein halbes Jahr her, seit wir dort gequestet haben. Also seit wir hier gequestet haben. Alter, der quatscht vielleicht viel. Das ist ja der Wahnsinn. Wahrscheinlich ist das sogar ziemlich lustig, was er da erzählt, aber... ich werde das jetzt nicht durchlesen. Wir verplempern hier sowieso schon ziemlich viel Zeit. Na, diesmal sind zwei hängen geblieben, okay. So, da, da. Hallo, Mann. Wir brauchen ein frisches Herz, Lungen und eine Leber. Die von seinen Kapitänen werden wohl ausreichen müssen, obwohl sie sicher nicht die frischesten sind. Alles klar. Ayamon verzieht ihr Gesicht, als sie sieht, in welchem Zustand die Organe sind. Es geht wohl nicht anders. Ist ja nicht so, als hätte er viele Freunde gehabt, nicht wahr, Zweihauer? Yes, einmal Stoffhandgelenke mit Intwille und Crit. Dann haben wir Leder mit Lederkopf mit Beweglichkeit und Ausdauer. Kettenhandgelenke mit Beweglichkeit. Und ein Plattenhelm mit Stärke und Ausdauer und Trefferwertung. Ist was für einen Krieger zum Beispiel. Ziemlich nice. So, mal gucken. Handgelenke, Stoff. Nee, die sind schlechter als unsere. Würde ich jetzt auch gar nicht nehmen wollen. Nimmt uns einen Wille, gibt uns dafür 5 Willenskraft. Und halt ordentlich Rüstung weg. Ist nicht so geil. Nehmen wir mal das hier. Das gibt uns am meisten Gold. Kadaversammlungen. Diese Organe hier sind schon mal ein guter Anfang, aber wir brauchen echt noch viel mehr anderes Zeug. Normalerweise könnte man von der Familie was nehmen, aber es sind ja nur noch ich und Toni, der Sohn meiner Schwester, übrig. Und er ist es echt nicht wert. Wir müssen also einen Ersatz finden. Eine Menge Kadaver, um genau zu sein. Unten in der schimmernden Tiefe sind tonnenweise welche zu finden.
Die sind da, seit das Wasser alles überflutet hat. Hat alle Kreaturen dort getötet. Das Wasser. Geht dorthin und bringt mir ein paar der Kadaver. 10 Kreaturenkadaver sammeln, alles klar. Okay, das ist scheinbar hier im ganzen Gebiet. Dann können wir hier eigentlich straight runterspringen. Sind wir eigentlich betrunken oder was ist das hier für eine Sicht? Also die Grafik ist nice. Muss man lassen, WoW hat mit dem Update, das war glaube ich bei Cataclysm, gut an der Grafik geschraubt. Das ist wirklich hübsch inzwischen. Auch das Wasser, da kann man eigentlich absolut gar nichts sagen. Das ist einfach nur hübsch gemacht. So, wir springen einmal hier hinten hin. Sterben hoffentlich nicht. Dann springen wir einmal hier hinten hin. Und springen einmal fast da hinten hin. Okay. Mal schauen, vielleicht finden wir hier unten schon Kadaver. Okay, jetzt haben wir uns arg verletzt. Fix heilen, bevor das Viech uns hier kaputt macht. Und es wäre cool, wenn wir die Kadaver in der Folge noch sammeln könnten. Hey, die können wir kirschen, dann coole Sache. 2 dickes Leder, wunderbar. So, mal gucken. Ach, die hatten wir ja vorhin schon gesehen, das sind die Viecher hier, ne? War vorhin, als wir die Schätze gesammelt haben, haben wir ja da ein paar tote Viecher gesehen. Das sollten wir eigentlich in der Folge packen. Und wir sind scheinbar richtig betrunken. Wenn ich mal nur gerade ausdrücke, schwimmt hier Sindol nach links und rechts und oben und unten. Das ist ja der Wahnsinn. 2 von 10, alles klar. Da vorne haben wir noch ein bisschen was. Na gut, aber so viele gibt es jetzt von denen auch nicht unbedingt. War da was? Nee, das war Toni. Das war Toni. Ja, wir laufen jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Werden schon was finden, denke ich. Weil es hier halt echt wenig gibt. Vielleicht sollten wir da hinten wieder in diese... in diesen Erdruss da hinten. In diese Felsspalte. Da gab es ja doch ein paar mehr. Ah, da liegen noch welche rum. So, 4 von 10. Wir sind auf dem Meeresgrund schneller, oder? Kommt mir zumindest so vor. Also unter Wasser vielleicht auch ein bisschen, aber am Meeresgrund, wenn wir da laufen, sind wir da, glaube ich, deutlich flotter unterwegs. So, schauen wir mal. Da liegt zum Beispiel was rum. Jetzt werden wir wahrscheinlich von dem Schatzjäger angegriffen. Sechs von 10, okay. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass es hier vorhin mehr waren. Wenn man sie sucht, findet man sie wieder nicht. Das ist typisch. Ja, wobei, hier schwimmen schon so ein paar Viecher rum, auf jeden Fall. Da haben wir zum Beispiel einen. Wobei wir da wohl angegriffen werden, denke ich mal. Oder auch nicht. 7 von 10, okay. Also an sich soll es die ja hier überall geben. Vielleicht sollten wir hier oben nochmal hin. Oh, da sehe ich noch was. Da sehe ich unseren 8. Freund. Da oben, wo es seicht ist, meine ich. Finden wir sicher noch irgendwo 2 Stück. Gehen wir hier wieder auf den Meeresgrund, dass wir da ein bisschen schneller laufen können. So, und jetzt die Augen aufsperren. Die Glubscherchen aufsperren. Da vorne haben wir einen, sehr gut. Und da haben wir auch noch einen. Damit haben wir die 10 zusammen. Vielleicht können wir jetzt noch ganz schnell zu der Tante zurückkehren. Können wir hier unten schon unseren Flusskamm mit... Ach nee, das braucht die Wasseroberfläche, gell? Genau. Dann schwimmen wir mal ganz flott nach oben. Ich denke, das kriegen wir in der Folge noch hin, dass wir zu ihr hingehen. Vielleicht sogar die Quest abgeben, dass wir dann in der morgigen Folge einfach die neue Quest annehmen. So, Meeresoberfläche und Flusskahn. Da lang müssen wir. Tucker, Tucker, Tucker. Das Ding ist so hübsch gemacht, das ist... das ist einfach so sympathisch. Auch hier mit diesen Lichtern und so, das ist wirklich nett gemacht. Das ist halt wieder Blizzard.
Das ist eigentlich typisch. So, einmal absteigen. Dann laufen wir mal zu der Ollen nach oben. Wobei ich sagen würde, dass wir die Quest eventuell erst morgen abgeben. Dass wir dann direkt auch wissen, in der morgigen, am Anfang der morgigen Folge, was eigentlich Sache ist. So, vielleicht einmal hier hinten lang. Werden wahrscheinlich eh wieder nur ein, zwei sein, die uns hier bis zum Schluss verfolgen. Denk sogar eher nur einer. Weil viele haben wir ja da nicht gepult. Das sollte eigentlich der letzte sein. Nee, sogar der greift uns nicht mal fertig an, oder? Kommt da noch einer? Nee, der hört auch auf. Alles klar. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir die Folge tatsächlich erst in der... die Quest erst in der morgigen Folge ab. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao.